Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Dienstag. Es ist Zeit für die Tagesenergie. Ich freue mich sehr. Die Weihnachtszeit, ja, man kann ja auch manchmal sagen, sie ist geschafft. Und ich werde jetzt einmal schauen, welche Energien hier heute vom Kollektiv aus losschwingen. Und dann muss ich noch eine Bestellung fertig machen für eine liebe Seele. Sie hat nämlich einmal eine Glückskette bestellt. Die habe ich auch schon fertig mit einem goldenen Kleeblatt. Aber sie hat auch das Lenormand mit der 2.0, also mit dem anderen Deckrückblatt bestellt. Das muss ich auf jeden Fall noch anfangen, damit das spätestens morgen auf die Reise gehen kann. Ich freue mich sehr. Ich sage hier schon mal vielen lieben Dank für deine Bestellung. Aber jetzt gucken wir erstmal in die Tagesenergie. Wir haben das Schicksal. Ja, hier möchte wieder etwas entschieden werden. Möglicherweise hat das bezüglich einer Person zu tun. Hier geht es um Freude und Harmonie mit den Blumen. Vielleicht heißt es jetzt auch, dass Freude und Harmonie Einzug halten möchte. Vielleicht bringt diese Person aber auch Blumen mit. Und wir haben das Kind, den Neuanfang. Vielleicht aber auch manchmal das innere Kind-Thema. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Unser inneres Kind kann sehr, 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 sehr oft, gerade wenn wir als Erwachsene doch unreflektiert sind, die Überhand gewinnen. Und dann kommen so kleine Sachen ans Tageslicht wie Störrigkeit, Starrheit, ungezügelte Impulse, Emotionen. Auch das spielt hier manchmal eine Rolle, sodass vielleicht sogar beim inneren Kind ein bisschen Harmonie und Freude einziehen darf. Generell sind wir hier in der Tagesenergie eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben hier noch das große Glück mit der Sonne, neue Lebensenergie, neues Lebensfeuer. Und wir haben den Baum des Lebens. Neues Wachstum, neue Stabilität. Also hier ein Seelenpartner, das muss nicht per se die Liebe sein mit einer Partnerschaft, einer Liebesbeziehung. Es kann auch eben die Freundschaft sein, die eine Rolle spielt. Ja, wo wir hier doch mit dem Schicksal in der Luft hängen und mit dem treuen Begleiter in den Emotionen, passt es auch hier mit den Tarotkarten. Der Stern spricht von neuen Visionen, die aber geerdet sein müssen. Wir brauchen also ein Fundament, damit diese Vision eben keine Illusion ist. Und demnach darf es hier mit dem Wagen Wasser auch wieder in den Fluss kommen. Der Wagen ist Aufbruchsstimmung. Der Wagen, ja, möchte dich auch an dein Ziel bringen. Dein Ziel der Erfüllung, neue Energie, Zuversicht, Unbekümmertheit, Warmherzigkeit und jetzt heißt es hier sogar mit dem Gericht Erlösung und Erneuerung. Das Gericht bedeutet aber auch Heilung und vielleicht ist das Thema Heilung für dein inneres Kind hier wirklich jetzt präsent. Vielleicht hast du in den letzten Tagen ein bisschen darüber nachgedacht, wie es im nächsten Jahr weitergehen soll. Vielleicht ist es auch ganz gut, jetzt als erwachsene Person die Führung zu übernehmen und dein inneres Kind einfach Kind sein zu lassen. Gericht bedeutet auch immer Ablösung von der Vergangenheit. Und damit darf auch wieder Fantasie und Schwärmerei Einzug halten. Ja, großes Glück, Glück, neues Lebensfeuer und gerade Fantasien sind doch etwas, was uns eigentlich immer wieder nach vorne bringt. Wenn du keine Fantasie hast, den nicht vorstellen kannst, in Anführungszeichen, es gibt ja auch Menschen, die haben A-Fantasie, ne? Die darf man ja nicht vergessen. Aber auch die haben ja Träume und Wünsche. Also das ist das damit gemeint. Ne? Deine Träume, deine Wünsche
manifestieren letztendlich auch einen gewissen Plan oder Pläne, die in die Tat umgesetzt werden wollen. Und damit kann sich auch ein bisschen, ja, schneller möglicherweise dieses Wachstum einstellen, weil wir haben hier nämlich den Einklang mit der Natur, die Beschleunigung, die Nachrichten, die Neuigkeiten, die reinkommen. Was zeigt sich denn noch? Die Herrscherin, die Fruchtbarkeit, die Herrscherin, ja, eine Energie von Wachstum, eine Energie von Liebe, Gefühle. Und wir haben hier die Gedanken ordnend. Es ist natürlich und gerade im Hinblick auf einen Seelenpartner auch dein gutes Recht, da einmal in den Rückzug zu gehen, wenn hier vielleicht unverhofft sich jemand meldet und plötzlich mit Blumen vor deiner Tür steht und dann dein inneres Kind rauskommt und sagt, nein, nein, du warst so gemein zu mir, nein. Und dann kommt so ein bisschen Sturheit, dieses Bockige, ne, dieses, nee, heute nicht, ich spiele jetzt nicht mit dir, weil, nee, du warst gemein zu mir. Die Liebenden. Hier möchte eine Herzensentscheidung getroffen werden. Auch eine Entscheidung für eine Partnerschaft. Und das ist völlig egal, wie diese Partnerschaft aussieht. Denkt nicht immer nur an die Liebe, ihr Lieben. Freunde sind auch wichtig. Es kann auch darum gehen. Natürlich sind die Liebenden primär die Liebe, aber Liebe ist ja auch nicht nur, ja, die Liebe zu diesem einen Menschen, sondern wir dürfen auch mehrere Menschen lieben im Sinne von, ich habe meine beste Freundin lieb. Ja, ich liebe meine beste Freundin. Und damit heißt es, zurück in deine Intuition. Also Gedanken ordnend. Herzensentscheidung. Es bleibt letztendlich dabei. Entscheide dich mit deinem Herzen. Und daher ist es auch wichtig, in deiner eigenen Dualität zu bleiben, damit du auch im Außen in die Dualität gehen kannst. Und dazu gehört es nun mal auch, das kleine, innere, vielleicht bockige, sture Kind ein bisschen zu zähmen. Gerade weil du nämlich hier auch deinen eigenen Mut benötigst. Es sind moralische Vorgaben. Moralische Vorgaben dürfen gewandelt werden, sofern neue Informationen reinkommen. Dein Gedankengang, ich sag mal jetzt als 20-, 30-jährige Person, ist ja nicht mehr der gleiche wie als 10-jährige. Als 10-jährige Person hattest du natürlich ganz andere moralische Vorgaben als erwachsene Person. Und auch da gilt es, manchmal das innere Kind einmal selbst vielleicht so ein bisschen zu maßregeln und zu sagen, nee, komm, damals wusstest du das ja nicht anders und hast so gehandelt. Heute weißt du es besser und kannst für dich neue moralische Vorgaben schaffen. Ganz egal, um was das geht. Und jetzt hätte ich gerne noch einen Ratschlag, was du heute auf jeden Fall tun solltest und was nicht. Was solltest du heute tun? Ja, dich einfach mal führen lassen von deinen Impulsen mit den 6. Schwertern, dich um dich selbst kümmern. Nicht mit diesen Gedankenschwertern, die du noch mit dir rumträgst, und das ist auch völlig okay, aber nicht mit diesen Gedankenschwertern dein sicheres Gefährt im Endeffekt durchstoßen, sondern wirklich aufpassen. Aufpassen, dass du dich dahin führst, wo der Weg auch hin soll. Dich vielleicht auch mal ein bisschen treiben lässt. Die Intuition der Hohen Priesterin, die Herzensentscheidungen, die Gedanken ordnen. Und was solltest du heute auf jeden Fall nicht tun? Die 10 der Stäbe. Sieh das Ganze nicht als Last an. Entscheidungen sollten keine Last sein. Entscheidungen sollten sich auch nicht schwer anfühlen. Wie gesagt, moralische Vorgaben. Wenn dein Herz etwas möchte, dann sollte dein Herz es auch bekommen. Unabhängig davon, was der Verstand dazu sagt. Letztendlich ist der Verstand ja immer, und ihr wisst es, die mir schon länger folgen, dass der Verstand unsere größte Blockade ist, die wir haben. Wenn unsere Krone zu ist, dann können weder Impulse in uns eindringen und etwas auslösen, noch können wir unsere Energie nach außen bringen und das Ganze mit einer anderen Person teilen. Und daher wäre es gut, hier ein bisschen Freude und Harmonie auch mit dem inneren Kind
wieder beizubringen, um dann letztendlich hier in einen Neuanfang reingehen zu können. Auf jeden Fall hat diese Person hier etwas mit deinem Schicksal zu tun. Eine gefestigte Entscheidung treffen, damit du in dein großes Glück reingehst und letztendlich auch Wachstum und Stabilität für dich generierst und eine gestandene Eiche werden kannst. Unabhängig davon, dass sich jede Saison auch die Blätter erneuern. Denk daran, ja, jedes Frühjahr kommen neue Blätter, im Herbst schmeißt du sie wieder ab. Auch das sind moralische Vorgaben, auch das sind ja deine Fantasien, deine Schwärmerei, deine Träume, die ja umgesetzt werden wollen über den Winter. Aber letztendlich hast du es in der Hand, wie du dich entscheidest.